Willkommen zurück bei The Cosmic Wheel Sisterhood und wir können nun langsam Abramar zu der Wahrsagung vielleicht drängen, die er aus uns unbekannten Gründen immer ein bisschen verschoben hat. Und vielleicht kommen wir heute seinem Geheimnis auf die Schliche. Geht es um Gloria, die erste Hexe? Wie hast du mit Hilfe von Aedanas Auge, oder besser gesagt der Wasservertrag, den wir besiegelt haben, er wurde bereits aktiviert. Er bietet mir Wissen an. Ich kann es nicht vollständig abrufen. Es fühlt sich an wie ein Wasserfall aus Ideen hinter meinem Verstand. Und manchmal springt etwas aus dem Wasser hervor. Gut, du wolltest also nach Gloria fragen. Stimmt. Gloria ist meine erste Liebe. Ich habe viele Universen verbracht, ohne ein einziges Wesen zu lieben. Plötzlich entstand sie, oder genauer gesagt, sie stieg auf. Gloria ließ als erste Frau die Ebene des Sterblichen hinter sich und wurde zu einer Hexe. Sie ist die Erfinderin der Magie, die im Grunde darin besteht, die Regeln eines Universums auszunutzen. Ich bin nie wieder einem Wesen begegnet, das so voller Liebe und Ideen war wie Gloria. Und ich hatte das Privileg, von ihr geliebt zu werden. Ich wollte dich fragen, was aus ihr geworden ist. Bislang hatte ich Angst davor, was du herausfinden könntest. Doch jetzt habe ich Angst davor, was du schreiben könntest. Ich verspreche, ich werde die bestmögliche Art des Lesens suchen oder des Schreibens. Also gut, ich habe dir diese Karten gewährt. Dann können wir es ebenso gut ganz durchziehen. Alles klar, Partner. Und wo du schon dabei bist, was hältst du davon zu versuchen, die Einstellung des Zirkels zu Behemoths neu zu gestalten? Gar keine so üble Idee. Aber was, wenn in den Karten nichts Gutes zu finden ist? Ich glaube nicht, dass es irgendetwas Schlimmeres gibt, als verboten zu sein und gejagt zu werden. Da hast du natürlich recht. Also gut, machen wir Gebrauch von den Karten. Mal sehen. Wir wollen uns ansehen, wie der Zirkel mit Behemoths umgeht. Genau. Und dann lass uns schauen, was aus Gloria, der ersten Hexe, geworden ist. Bitte, lass es etwas Gutes sein. Ich gebe mein Bestes. Der Rest obliegt den Karten. Hymne an das Glück. Führung, Zweck, Gerechtigkeit, Vorbestimmung, Glück. Ich glaube, dass Abramar, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn der Zirkel seine Einstellung, die bislang negativ gegenüber Behemoths ist, neu richten würde, dass ihm es wichtiger ist, dass aus Gloria eine glückliche Hexe geworden ist. Gloria wird dich nie wieder leben. Doch ihr werdet euch noch einmal begegnen. Sie hat ein Abschiedsgeschenk für dich. Bitter, aber immerhin nichts Schlechtes, also nicht, dass sie tot ist oder so. Du wirst Gloria nie wiedersehen, doch du wirst eine Liebe finden, die größer ist als ihre. Ich bin mir unsicher, was genau davon besser ist. Abschiedsgeschenk. Also das Schöne wäre natürlich für ihn, vermutlich, wenn er Gloria noch einmal sieht, dass er sich verabschieden kann. Das andere hingegen, eine Liebe finden, die größer ist als ihre, das heißt ja nicht automatisch, dass er diese größere Liebe auch wiedergeben könnte. Daher. Ich bin mir so unsicher. Beides ist irgendwie so formuliert, dass ich mir vorstellen könnte, irgendwas geht schief.
Ich nehme das. Gloria wird dich nie wieder lieben. Doch ihr werdet euch noch einmal begegnen. Sie hat ein Abschiedsgeschenk für dich. So, so. Es leuchtet allerdings ein, dass ein derart wundervolles Wesen wie sie mich zurücklässt. Nicht einmal deine Gabe ist also mächtig genug, dass sie mich wieder liebt, hm? Ich werde unsere letzte Begegnung jedenfalls auskosten. Ich kann's kaum erwarten, mehr über dieses Abschiedsgeschenk herauszufinden. Es ist sehr seltsam, dich so verletzlich zu sehen. Diese Gloria muss eine Naturgewalt sein. Dank Gloria lohnt es sich, in diesem Universum zu existieren. Du würdest das nicht verstehen, was ihr Aufstieg für die gesamte Realität bedeutet hat. Ihr alle seid ihretwegen hier. Vielleicht wirst du wenigstens einen kleinen Teil ihrer Macht begreifen, wenn du mit ihr reden kannst. Ich freue mich darauf. Danke für die Wahrsagung. Und wir haben Ende der Reise. Das ist nicht so prickelnd für das Verhältnis zwischen Zirkel und Behemoth. Du, Abramar, wirst über diesen Zirkel herrschen. Ja, beherrschen kann auch sehr negativ sein. Es kann ja halt sein, dass er einfach den Zirkel mit einer eisernen Faust und wie auch immer beherrschen wird. Da heißt ja nicht, okay, die verstehen sich alle, sondern du wirst herrschen. Naja. Eine Hexe wird ein magisches Schmuckstück zur Versklavung von Behemoths entwickeln. Das möchte ich nicht. Behemoths sind zu gefährlich und werden immer verboten bleiben. Ich bin mir so unsicher. Das ist alles blöd. Du, Abramar, wirst über diesen Zirkel herrschen. Es ist mir zu vage eigentlich, diese Macht ihm zuzusprechen. Es tut mir ein wenig leid, aber ich glaube, das ist das, was wir wählen sollten. Behemoths sind zu gefährlich und werden immer verboten bleiben. Du, warum solltest du so etwas schreiben? Ich bin mir nicht sicher. Auch wenn ich meine persönlichen Vorlieben habe, so scheinen diese Karten einen eigenen Willen zu besitzen. Ich mag diejenige sein, die schreibt. Doch die Karten, sie sind meine Muse. Wir waren uns der Risiken vor der Wahrsagung bewusst. Ich verstehe. Gab es noch andere Möglichkeiten? Das behalte ich lieber für mich. Es kommt mir so vor, als würde ich die Schreibung verderben, wenn ich es preisgebe. Ach, egal. Zurück zum Anfang. Wie schon gesagt, es konnte nicht schlimmer werden. Immerhin haben wir es versucht. Danke. Vielleicht sollte es nicht sein. Die Behemoths sind eine Macht, die man ernst nehmen muss. Und ein Hass, der schon Ewigkeiten anhält, kann man wohl nicht mit einer einzelnen Karte beenden, schätze ich. Du hast recht. Mach dir darüber keine Gedanken. Es tut mir wirklich leid, weil ich glaube, man sollte diese Separation zwischen verschiedenen Lebewesen, Lebensformen nicht durchführen. Das ist generell etwas, was selten funktioniert und was moralisch irgendwie vertretbar ist für mich. Aber das andere ist eben, wir haben das schon bei Fortuna gemerkt. Wenn sie nach 200 Jahren Isolation solche Rachegelüste gegenüber Aidana entwickelt hat und alles andere, dann müsste es ja bei Abramar noch viel schlimmer sein, denn er war sehr lange eingesperrt, ebenfalls isoliert, wurde von Hexen schon früher auch verletzt und entstellt, in Stücke gehackt. Ich möchte das nochmal betonen.
Und womöglich hat er in seinem Inneren einfach auch arge, arge Probleme mit Hexen. Wenn wir jetzt gesagt hätten, dass er die Einzelmachtstellung über diesen Zirkel hat, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Daher konnte ich es nicht vertreten. Und man hat auch gemerkt, dass er zum ersten Mal eine enorm wütende Gesichtsmimik hatte. Und womöglich ist das sein wahres Ich, wenn man so will, hat er womöglich enorm starke Aggression gegenüber das Hexengeschlecht? Mal gucken. Wir werden vermutlich heute noch mehr herausfinden. Deine Karten kommen mir jetzt wesentlich gefährlicher vor. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder einer deiner Wahrsagungen aussetzen werde. In allen Universen, in denen ich existiert habe, bin ich mir durch nichts jemals so zerbrechlich vorgekommen. Du musst diese Kräfte klug einsetzen. Darum bitte ich dich inständig. Ich hätte nie erwartet, dass ein Behemoth anfängt, inständig zu bitten. Dann ist es wohl wirklich ernst. Das ist kein Spaß, Fortuna. Sieh mich nicht so an. Du bist doch derjenige, der ständig scherzt, wenn es um Leben und Tod geht. Ich bekomme es also mit gleicher Münze heimgezahlt, Jetzt sehe ich ein, dass es nicht lustig ist. Ich bitte um Entschuldigung. Sieh es nicht so eng. Wir sind doch Partner. Klar. Schau mal, du hast Post. Stimmt, mal sehen. Da auch wieder Dahlia, eine Nachricht von ihr, sowie von Jasmin. Dann fangen wir mal mit Dahlia an. Fortuna, hast du schon gehört? Das alte Miststück hat ins Gras gebissen. Na los, lass uns feiern. Liebe Fortuna, geht es dir gut? Ich habe dir schwierige Neuigkeiten mitzuteilen. Sag mir Bescheid, wenn ich dich besuchen kann. Alles Liebe, Jasmin. Dann starten wir mal mit Dahlia heute. Aidana ist tot. Scheiß auf Aidana. Lass uns ausgehen und feiern. Nein, ich kann nicht. Warum denn nicht? Die Alte ist weg, also scheiß auf Regeln. Meine Freiheit liegt in den Händen derjenigen, die unser nächstes Oberhaupt wird. Was? Na, dann werde ich eben Oberhaupt. Und meine erste Amtshandlung wird darin bestehen, diese beschissene Verbannung abzuschaffen. Schön wär's. Nein, ich mein's ernst. Ich kandidiere, Fortuna. Ach so, wow, wirklich? Um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass du den Zirkel leitest. Ich dachte, du verabscheust diese Art von Verantwortung. Ja, das Ganze verspricht verdammt nervig zu werden. Wir haben zu viele Jahrhunderte unter missbräuchlicher Führung gelitten. Ich bin aber fest entschlossen, unserem Clan neues Leben einzuhauchen. Folge mir und ich werde für Glück und Freiheit sorgen. Du bist ja noch schwungvoller als sonst. Ich kann's kaum erwarten, endlich loszulegen. Fortuna, schließ dich mir an. Lass uns gemeinsam über den Zirkel herrschen. Oh Gott. Ja, jetzt will sie also herrschen. Alles klar, ich bin dabei. Ich muss leider ablehnen. Ich würde mal freundlich nach ihren Plänen fragen. Womöglich hat sie ja wirklich eine Strategie, die den Hexenzirkel in das goldene Zeitalter überführen wird. Erzählst du mir vielleicht erst mal von deinen Plänen? Ja, natürlich, natürlich. Tut mir leid, der Augenblick hat mich so mitgerissen. Halt mich nicht für eine einfältige Hexe. Ich habe einen grundsoliden Plan. Meinen Recherchen zufolge beruhen die Vorschriften unseres Zirkels auf den 5 Säulen: Urteilsfindung, Bestrafung, verbotene Künste, Angelegenheiten der Sterblichen und Hexenpflichten.
Urteilsfindung legt fest, wie wir entscheiden, wer Scheiße gebaut hat und was mit dem Zirkel passiert. Bestrafung definiert, wie wir es ahnden, wenn jemand Scheiße baut. Verbotene Künste besagt, was wir mit gefährlichem Zeug so machen. Angelegenheiten der Sterblichen gibt vor, wie wir mit Tieren, Menschen und allem Nichtmagischen umgehen. Hexenpflichten ist im Grunde das, was jede Schwester für den Zirkel zu tun hat. Tja, bei Aedana lief es so. Scheiß auf euch, ich herrsche. Scheiß auf euch, ich verbanne dich. Scheiß auf gefährliches Zeug. Scheiß auf Sterbliche und nun ja, scheiß auf euch. Ich möchte das grundlegend ändern. Ein neues System ausprobieren. Offener und mit mehr Beteiligung. An der Urteilsfindung sollten alle Mitglieder des Zirkels mitwirken. Alle wichtigen Themen werden geklärt, indem erst alle angehört werden und dann abgestimmt wird. Das ist durchaus machbar, wenn unser Zirkel gegenwärtig weniger als 100 Mitglieder hat. Bestrafung wird es nicht mehr geben. Alle Probleme werden einvernehmlich von den betroffenen Parteien beigelegt. Ist das nicht ein bisschen naiv? Was, wenn sie sich nicht einigen können? Dann übergeben wir den Fall der Schlichtungsbehörde. Ich wüsste nicht, warum wir sonst noch etwas brauchen sollten, da wir ja eh schon den magischen Pakt haben. Ich verstehe. Ganz in diesem Sinne wird es auch keine verbotenen Künste mehr geben. Ich glaube, dass Verbote nur Versuchungen wecken. Es ist besser, Wissen zu teilen und Hexen über seine Konsequenzen aufzuklären. Dann die Angelegenheiten der Sterblichen. Ich finde, wir sollten alle Verbindungen zu Sterblichen abbrechen. Das mag ein wenig drastisch wirken, aber ich glaube, wir sind viel zu privilegiert, um eine Einmischung ins Leben der Menschen wagen zu können. Ich sage eben, wir lassen sie in Ruhe. Wir haben ein ganzes Universum zum Herumspielen. Und was die Hexenpflichten betrifft, statt der erstickenden vierteljährlichen Kontrollen sollten wir eine magische Steuer einführen, um Ressourcen für den Zirkel zu bündeln. Jede Hexe könnte so leben, wie sie möchte, sofern sie einen Teil der Magie, die sie dem Kosmos entnimmt, zur Verfügung stellt. Wir werden diese Ressourcen nutzen, um Neulingen oder bedürftigen Schwestern zu helfen oder um ein anspruchsvolles Gemeinschaftsprojekt umzusetzen. Das ist im Wesentlichen alles. Oh, es gibt auch noch eine dringende Angelegenheit. Wir müssen entscheiden, was wir mit Aedanas Leiche machen. Wir können sie entweder verzehren oder im Kosmos verstreuen. Wie bitte? Naja, anscheinend ist in der Leiche einer Hexe eine Menge Magie gespeichert. Wenn wir sie wortwörtlich aufessen, werden wir alle mächtiger. Doch wenn wir ihre Magie freisetzen, werden viele Frauen aufsteigen und zu Hexen werden können. So ließe sich unsere Anzahl fast verdoppeln. Ich bin überzeugt, dass wir ihre Magie mit dem Universum teilen sollten. Wir werden vielleicht mächtiger, wenn wir sie verzehren. Aber in der Vielfalt liegt eine ganz besondere Stärke verborgen. Mehr verschiedene Blickwinkel und der Wettstreit neuer Vorstellungen werden uns auf interessantere Weise wachsen lassen. Das fasst meinen Standpunkt ganz gut zusammen, also hältst du zu mir. Also, Abstimmungen zur Urteilsfindung finde ich erstmal nicht verkehrt. Einvernehmliche Beilegung und ansonsten das der Schlichtungsbehörde übergeben, auch eine schöne Sache. Freier Zugang und Aufklärung, das erinnert mich immer ein bisschen an Drogenpolitik, gerade wenn man dann aber auf Portugal, glaube ich, schaut, wo es mit der Lockerung der Drogenpolitik und der Bündelung der damit freigelegten finanziellen Ressourcen in Drogenaufklärung, Seminare und Auffangstationen und so weiter. Das hat sich ja schon gut gemacht. Also freier Zugang und Aufklärung ist besser meistens als ein Verbot. Sterbliche, alle Verbindungen abzubrechen, finde ich nicht so prickelnd. Weil ja, ihr seid privilegiert als Hexen, aber das kann ja schon auch einen positiven Nutzen bringen. Ist genau dasselbe wie mit den Behemoths. Warum müssen wir alle Stricke zu irgendwem beenden?
Finde ich nicht so gut. Hexenpflichten hingegen, die Magiesteuer, statt strenge vierteljährliche Kontrollen, finde ich gut. Bin eh generell ein Freund von Steuern, Zahlen. Also ich finde, das ist eine einfache Methode, um möglichst viele finanzielle Ressourcen an viele verschiedene der Gemeinschaft positiv zukommende Projekte und Infrastruktur und so weiter, da etwas zurückzugeben. Wenn man das kann, wenn man die finanziellen Ressourcen selber auch hat. Aidanas Magie freisetzen, Hexen aufnehmen. Also eigentlich bin ich von allem überzeugt, bis auf dieses Verbindung abbrechen. Warum kann ich denn nur entweder sofort zustimmen oder ablehnen? Ich glaube, ich lehne ab, weil ich auch von ihrer Persönlichkeit noch nicht überzeugt bin, dass sie eine Führungspersönlichkeit ist, dass sie... Sie wirkt immer noch zu impulsiv auf mich. Ich muss leider ablehnen. Wieso denn? Dein Programm ist nicht ganz mein Fall. Womit genau bist du nicht einverstanden? Ach krass, ich kann es auch wirklich direkt sagen, was genau mich stört. Das finde ich cool. Weil dann kommt ja auch wirklich noch eine gewisse Diskussion zustande und ich habe auch wirklich nur einen genauen Punkt, den ich nicht gut finde. Wir sollten nicht alle Verbindungen zu Sterblichen abbrechen. Alle Wesen sind wunderbar und auch von den Sterblichen gibt es viel zu lernen. Das ist ein berechtigter Einwand, ja. Ich werde darüber nachdenken. Abgesehen von unseren Differenzen hoffe ich, dass du mir wenigstens darin zustimmst, dass wir unseren Zirkel vielfältiger machen sollten. Mit am wichtigsten ist mir die Frage, was wir mit Aidanas Leiche machen. Meiner Meinung nach ist es von größter Bedeutung, die Tore zu öffnen, damit mehr Frauen Hexen werden können. Und deswegen möchte ich, dass du den jüngsten Neuzugang unserer Gemeinschaft kennenlernst. Sie ist so neu, dass sie noch nicht einmal einen Namen hat. Bitte erlaube ihr, dich zu besuchen. Du kannst dir helfen, einen Weg zu finden. Und du wirst auch noch feststellen können, wie Vielfalt unseren Zirkel bereichert. Es wird mir ein Vergnügen sein. Sag ihr, sie kann vorbeikommen, wann immer sie bereit ist. Vielen lieben Dank. Und ich werde jetzt gehen. Ich muss anfangen, ein Team für den Wahlkampf zusammenzustellen. Bis bald. Tschüss, Dahlia. Wird das hier jetzt doch noch eine Politik-Simulation oder wie? Das muss ich zugeben, damit habe ich hier nicht gerechnet. Und ich würde gerne noch wissen, was uns Jasmin wohl zu erzählen hat. Hallo Fortuna. Ich komme mit schrecklichen Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Aidana ist tot? Du wusstest es bereits. Ja, beide Optionen sind richtig und ich glaube, wir nehmen erstmal die nicht so schockierende. Eine Schlichterin hat es mir gesagt. Ach ja? Wie das? Sie beschäftigt sich mit meinem Fall und hielt es für wichtig, mich darüber zu informieren. Die Schlichtungsbehörde sieht sich deinen Fall also immer noch an? Das freut mich zu hören. Und wie hast du die Neuigkeiten aufgenommen? Ja, ich bin schon froh, dass der Zirkel Aidana los ist, aber das hätte ja auch ohne ihren Tod passieren können, meiner Meinung nach. Oder zumindest Aidanas Regierungsführungsstil hätte sich auch ohne ihr Ableben ändern können. Erschüttert bin ich aber auch trotzdem in einem gewissen Rahmen. Weniger wegen ihrem Ableben per se, als vielmehr über die Verantwortung, die wir damit aufgeheizt bekommen. Weil wir ja eben auch schon einiges Neues erfahren haben.
Daher, beides stimmt, aber ich nehme mal die erste Option. Ich bin ehrlich gesagt erschüttert. Ja, das wird ein schwerer Schlag für den Zirkel sein. Ganz oben auf der Tagesordnung steht jetzt die Frage, was wir mit Aidanas Leiche machen. Ja, Dalia war vor ein paar Minuten hier und hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Gut. Im Grunde müssen wir also entscheiden, ob wir wenige sein wollen, dafür aber stärker, oder schwächer und vielfältiger. Wie stehst denn du dazu? Ich finde, wir sollten sie verzehren. Ein Regierungswechsel ist meiner Meinung nach nicht die beste Zeit, um so viele neue Auszubildende aufzunehmen. Es gibt schon dadurch genug Unruhe, dass eine neue Richtung festgelegt werden muss. Zum Wohle unserer Schwestern sollten wir stärker sein als je zuvor. Ich verstehe. Und wo wir schon davon reden, ich kandidiere als Oberhaupt. Oh, herzlichen Glückwunsch und viel Glück. Vielen Dank. Ich dachte, nach Aidana könnte der Zirkel ein wenig liebevolle Zuwendung gut gebrauchen. Das ist wohl wahr. Wirst du mir mit deinen Wahrsagungen helfen, Fortuna? Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Erzähl mir erst einmal von deinem Programm, ja. Erzähl mir von deinem Programm. Aber natürlich, tut mir leid. Gegenwärtig beruhen die Vorschriften unseres Zirkels auf 5 Säulen. Ja, die kennen wir ja schon. Das brauchen wir jetzt nicht alles nochmal genau. Obwohl, sie hat ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die Sachen als Dalia und erklärt die auch anders. Bei der Urteilsfindung geht es darum, wie wir Konflikte innerhalb des Zirkels lösen, wie wir also entscheiden, wer Schuld hat und so. Gleichzeitig ist das unsere Exekutive. So wird vorgegeben, welchen Weg der Zirkel einschlägt und wie wir auf wichtige Ereignisse reagieren. Derzeit haben wir Runenurteile. Im Grunde hat Aidana sich mit den Göttern beraten. Ich finde, wir sollten das Hexenrecht nicht äußeren Kräften überlassen. Mein Vorschlag lautet, die Urteilsfindung den ältesten 4 Mitgliedern des Zirkels in Übereinstimmung mit dem Oberhaupt zu übertragen. Jedes Urteil sollte also durch einen Beschluss der 5 weisesten Hexen gefällt werden. Dann die Bestrafung. Derzeit werden Hexen, die den Zirkel in Gefahr bringen, für unterschiedliche Zeit in die Verbannung geschickt, je nach der Schwere ihrer Taten. Und das ist einfach furchtbar. Ich schlage daher vor, dass Hexen je nach Schwere des Verstoßes Verwarnungen erhalten. Und sollten sie ihr Verhalten nicht ändern, werden sie irgendwann aus dem Zirkel ausgeschlossen. Keine Hexe sollte ertragen müssen, was du durchmachst, Fortuna. Meiner Meinung nach ist es eine viel humanere Lösung, Hexen sich einen neuen, besser zu ihren passenden Zirkel suchen zu lassen. Nun also zu den verbotenen Künsten. Diese Säule besagt, wie wir mit gefährlicher Magie und gefährlichem Wissen umgehen, etwa der Beschwörung von Behemoths, Nekromantie und so weiter. Derzeit ist es so, wenn der Zirkel feststellt, dass etwas unsere Gemeinschaft gefährden könnte, so verbieten wir es. Und ich glaube, das sollte so bleiben. Meinerseits gibt es hier also keine Änderung. Der nächste Punkt. Angelegenheiten der Sterblichen. Das legt fest, wie wir mit Menschen und anderen niederen Wesen umgehen. Aidana hat beschlossen, dass Sterbliche ganz nach Belieben der Hexen ausgenutzt und manipuliert werden sollten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Zunächst einmal glaube ich gar nicht, dass irgendeine Seele ein niederes Wesen ist. Ich finde, wir tragen die Verantwortung dafür, die Gemeinschaften der Sterblichen anzuleiten und zu beschützen. Es steht in unserer Macht, ihr Leben zu verbessern, daher müssen wir das tun. Und zu guter Letzt haben wir die Hexenpflichten. Diese Säule gibt vor, was Mitglieder für den Zirkel zu erbringen haben. Derzeit haben wir die berüchtigten vierteljährlichen Kontrollen. Und eine Hexe, die nicht Schritt hält, verliert irgendwann ihre Mitgliedschaft. Ich schlage ein System ohne jede Überwachung vor. Vertrauen wir darauf, dass ein Mitglied unseres Zirkels stets auf das Wohl der Gemeinschaft aus ist.
Jede Hexe sollte in ihrem eigenen Tempo und nach eigenem Ermessen beitragen. Oh, und dann ist ja noch die Frage, was wir mit Aidanas Leiche machen werden. Ich sage, wir sollten sie verzehren und stärker werden. Das ist im Wesentlichen alles. Was hältst du davon? Ich persönlich finde ihr Programm wesentlich schlechter an einigen Stellen als Dahlias. Was mir persönlich nicht gefällt, ist dieser komische Ältestenrat, die fünf weisesten Hexen. Wer sagt das denn? Das Oberhaupt soll das Weiseste sein und dann noch die vier weiteren dazu? Aber wer bestimmt, wer weise ist und wer nicht? Sie hat auch am Anfang nur gesagt, die ältesten Hexen, wenn ich nicht irre, und nicht die schlausten oder wie auch immer. Das ist zu sehr Definitionssache und dann ist zu, ja, dass die Exekutive dabei auf so einen kleinen Prozentsatz runter reduziert wird, spricht nicht für ihre Idee. Da finde ich Dahlias wirklich besser. Rauswurf nach vielen Verwarnungen, ja, das ist okay. Dass sie die Verbote für die verbotenen Künste beibehalten will, habe ich ja schon vorhin gesagt, da gefällt mir Dahlias System tausendmal besser, weil ich glaube, dass Aufklärung wesentlich mehr hilft. Sterbliche führen und beschützen. Ja, sie sagt zwar, dass es für sie keine niederen Wesen gäbe, aber gleichzeitig hat sie so einen kolonialistischen Gedanken dabei, dass sie ja weiß, was das Gute ist für die Menschen oder für Sterbliche generell und dass man sie deswegen anführen müsste, leiten müsste zu einem besseren System, weil die es ja nicht wissen. Dieser Widerspruch dabei in der Argumentation, naja, nee, also das auf keinen Fall. Hexenpflichten mit Freiheit und Vertrauen finde ich gut, Aidana verzehren und stärker werden. Da hatte sie einen Punkt, dass dieser Regierungswechsel Komplikationen mit sich bringen kann, deswegen eine gewisse Stabilität nicht schlecht ist, aber ich finde auch da Dahlias Idee der Vielfältigkeit, der Diversität wesentlich besser und bin von ihr als Oberhaupt auch nicht besonders überzeugt, auch wenn ich ihre Persönlichkeit mag. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Es tut mir leid, aber nein. Es tut mir wirklich leid, Jasmin, aber nein. Warum denn nicht? Dein Programm ist nicht ganz mein Fall. Na schön. Du musst ja nicht gleich eine Entscheidung treffen. Aber ich werde mich im Wahlkampf sehr anstrengen, dein Vertrauen und deine Stimme zu gewinnen. Ach so, und hör mal. Es gibt da jemanden, den ich gerne in Kontakt mit dir bringen würde. Vielleicht kann sie dir die Wichtigkeit unserer Sache verdeutlichen. Jun Reischer, die Mathematikhexe. Sie meint auch, dass wir Aidana verzehren und stärker werden sollten. Jun Reischer ist nach Aidana die älteste und weiseste Hexe unseres Zirkels. Sie kann sicher gute Argumente dafür anführen, warum wir die Leiche unseres bisherigen Oberhaupts in uns aufnehmen sollten. Ja klar, sag ihr, dass sie mich besuchen kann. Jetzt sollte ich mich wieder auf den Weg machen. Ich muss noch viele Leute treffen, damit mein Wahlkampf in Gang kommt. Mach's also gut. Gib dein Bestes. Ah, der frische Duft politischen Umbruchs. Freu dich, Fortuna. Das ist das perfekte Szenario zum Ausspielen unserer Trümpfe. Fast wortwörtlich. Ja, ab jetzt könnte es wohl schmutzig werden. Wie denkst du denn über Politik? Ein notwendiges Ärgernis, so sehe ich Politik eigentlich nicht an. Und würde ich auch nicht lieber aus dem Spiel lassen. Im Gegenteil, ich mag politische Debatten sehr gerne, wenn sie auf einem gewissen Grundpfeiler auch berufen. Also ich habe ein bestimmtes Set an Wertvorstellungen, wo ich glaube, es gibt Linien, die sollte man nicht überschreiten. Und wenn das passiert, dann kann man eine Debatte auch einfach mal beenden,
Weil gewisse Sachen, dass man darüber diskutieren möchte, kann ich nicht einsehen. Wenn mir jemand sagt, er möchte über Menschenrechte oder über Asylrecht diskutieren, bye bye. Nein, ich mag politische Debatten persönlich gerne. Und das werde ich jetzt auch auf Fortuna projizieren. Ich mag politische Debatten. Oh, dann kommt dir das ja gelegen nach all der Langeweile, die dich wohl in den 2 Jahrhunderten geplagt hat. Darauf kannst du wohl wetten. Und welche Pläne hast du für die bevorstehende Wahl? Warum hast du dich entschieden, keine von beiden zu unterstützen? Das ist ihr eigener Kampf, ist interessant, aber das stimmt ja auch nicht. Sie wollen ja trotzdem ein Team aufbauen, also ist das nicht ihr eigener Kampf in dem Sinne. Ich möchte mich nicht auf eine Seite schlagen. Wenn mich das Programm überzeugt hätte, hätte ich das getan. Ich glaube, ich wäre ein besseres Oberhaupt. Könnte sein. Und ich denke, Fortuna wäre ein besseres Oberhaupt. Ich glaube, ich wäre ein besseres Oberhaupt. Oh, wow! Deswegen mag ich dich so sehr. Du nimmst kein Blatt vor den Mund. Hast du also vor, selbst als Oberhaupt zu kandidieren? Ich weiß nicht, ob das aus der Verbannung überhaupt möglich ist. Aber wenn ich die Chance bekomme, dann kannst du deinen Arsch darauf verwetten. Hahaha, große Klasse. Ich würde dich lieben gerne als Oberhaupt erleben. Ja, ich bin auch neugierig. Du bist stark und klug. Beste Voraussetzung für ein großartiges Oberhaupt. Danke. Übrigens würde ich eines gerne wissen. Warum hast du keiner deiner Freundinnen von der wahren Natur deiner Wahrsagung erzählt? Du weißt schon, das kleine Detail, das du schreibst und nicht liest. Ich habe Angst. Angst vor ihren Reaktionen. Aber ich fürchte mich auch vor mir selbst. Ich überlege immer noch, was diese wiedergefundene Macht bedeutet und was ich diesbezüglich tun soll. Ich komme mir nicht anders vor, doch der Druck, er ist gewaltig. Ich verstehe. Ich habe auch Angst. Aber ich bin hier, bei dir. Ich kann dir helfen, das durchzustehen, Fortuna. Hast du so viel Angst, dass du verzweifelt versuchst, dich bei mir beliebt zu machen? Das hättest du wohl gerne, Hexe. Scherz beiseite. Ich habe dir bereits gesagt, dass dies das erste Mal im Laufe meiner vielen Existenzen ist, dass etwas mir wirklich Furcht einflößt. Aber ich fange an, dieses Gefühl zu genießen. Dadurch fühle ich mich lebendig. Ich hätte nichts dagegen, an diesem Nervenkitzel teilzuhaben. Warum schreibst du dir nicht einfach ein bisschen Mut? Oh, was ist das denn hier? Wir können für Fortuna eine eigene Wahrsagung jetzt durchführen, ja? Also gut, ich ziehe eine Karte für mich. Auf keinen Fall, wenn ich nun etwas Schreckliches ziehe. Nein. Wir können nicht auf einmal sagen, oh, das könnte ja mich selber irgendwie in negative Sachen bringen, in eine Bredouille bringen. Aber bei anderen sagen wir, ja klar, machen wir. Also gut. Ich ziehe eine Karte für mich. Halt! Warte mal. Ich habe dich bloß auf den Arm genommen. Das ist zu riskant. Was, wenn du eine an Feuermagie reiche Karte ziehst und an einem schlimmen Ort landest? Seher sollten sich nicht vor ihren eigenen Karten fürchten. Ich mache es. Hast du keine Angst vor den Folgen? Doch, natürlich. Aber wenn ich mir von Furcht mein Handeln diktieren ließe, dann hätte ich dich gar nicht erst beschworen. Da könntest du recht haben. Was genau möchtest du denn fragen? Es ist eher eine Aufforderung als eine Frage. Ich möchte verlangen, dass die Karten sich meinem Willen unterwerfen. Es ist unwahrscheinlich, dass ich je aufhören werde, sie zu nutzen. Daher sollte ich sie lieber zähmen.
Du bist mir wirklich eine. Dann lass uns mal sehen, was sich aus deinem Wagnis entwickelt. Ich bin so gespannt. Das kosmische Rad. Das kosmische Rad dreht sich ewig zwischen den Falten der Existenz. Seine Uhrwerke beherbergen jedes noch nicht definierte Stück der Wirklichkeit. Bedeutungen? Alles. Was ist hier passiert? Und die Karte, die haben wir ebenfalls im Intro gesehen, die dürfte eine enorme Bedeutung haben. Was da auch sehr spannend ist, wir sehen an jeder Ecke eine Visualisierung der Energien. Wir sehen also Luft, Feuer, Erde und Wasser. Wir sehen in der Mitte eine Art Endlosschleife, die immer auch noch diese Augen zeigen, womöglich Aidanas Augen. Und dann ganz im Zentrum eine Sonne. Planeten sehen wir, sehen Sterne, Monde und eben zwei Sonnen Minimum. Na gut, oben rechts ist auch noch eine, also sagen wir mal drei. Woher kommt diese Karte aber plötzlich? Naja, wir können nur zuweisen. Ich finde es auch spannend, dass da steht, es sei die Karte 0. Also womöglich die Urkarte. Das kosmische Rad hat beschlossen, sich als Karte zu manifestieren. Und es erlaubt mir, jede mögliche Vergangenheit oder Zukunft zu erahnen. Ja, das ist auch das Einzige, was wir tun können. Das kosmische Rad hat beschlossen, sich als Karte zu manifestieren und es erlaubt mir nun, jede mögliche Vergangenheit oder Zukunft zu erahnen. Hahaha! Du hast mit schierer Willenskraft das verdammte kosmische Rad beschworen? Das ist... Ich glaube, ich habe mich verliebt. Lass den Quatsch. Und? Wie funktioniert es? Diese Karte wird ab sofort unter den anderen sein. Wenn ich sie ziehe, gewährt sie mir Zugang zu jedem möglichen Ergebnis einer Frage. Dann hast du das Element des Zufalls nicht vollständig beseitigt. Das würde eine Wahrsagung auch ziemlich öde machen, oder? Für jemanden, der das Abenteuer sucht, ganz schön lahm. Da hast du wohl recht. Herzlichen Glückwunsch! Du erstaunst mich immer wieder. Freut mich, dass du Spaß hast. Wo wir gerade von Spaß reden, anscheinend hast du Post. Oh. Ja, aber diese ganzen Besuche werden wir erst im nächsten Part angehen, denn das war heute schon enorm viel, was passiert ist. Wir haben Politik-Wahlkampagnen in das Spiel eingebaut und wir haben das kosmische Rad als Karte erschaffen. Es geht so viel vor. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bye bye.